Herzlich willkommen im Stempelkeller Buxtehude. Ich bin Nicole und möchte euch heute zeigen, wie man eine kleine, schnelle Karte für einen Geldschein zur Geburt basteln kann. Diese Karte wird mit einem Magneten zusammengehalten, hat also oben so einen Klappverschluss und im Inneren befindet sich ein quadratischer Mini-Umschlag und ein Stück Papier zum Beschriften. Wie ihr die Karte bastelt, das zeigen wir euch jetzt. Die benötigten Papiermaße und Falzangaben findet ihr wie immer auf unserem Blog. Ihr falzt das große Stück bei 8,5, bei 9 cm und bei 18 cm. Dann braucht ihr für dieses Projekt die Schneidemaschine im Moment nicht mehr. Das heißt, ihr könnt sie an die Seite legen. Alle Falzlinien werden einmal umgeklappt, mit dem Falzbein glatt gezogen. Die zweite und auch die dritte. Und dann geht es ans Dekorieren. Als allererstes kleben wir jetzt mittlerweile. Und dann geht es ans Dekorieren. Wir kleben als allererstes den Magneten auf. Und es ist nämlich ganz oft passiert, dass wir die Deko aufgeklebt haben und der Magnet fehlte. Wir haben so kleine Scheibenmagnete mit Schutzfolien. Wir ziehen die Schutzfolie ab, kleben diesen Magneten hier oben auf die Lasche. Die zweite Schutzfolie ziehen wir ab und kleben das Ganze dann hier auf dem unteren Teil fest. Ein kleines bisschen andrücken und dann klebt der Magnet und ihr könnt die Karte dekorieren. Zur Deko nehmt ihr die benötigten Stücke Designerpapier, klebt diese Designerpapierstücke auf Cardstock in Taupe, damit ihr uns nicht so lange beim Kleben zugucken müsst. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Kleben wir immer einiges vor. Das kleine Stück kommt oben auf die Karte, auf die Lasche. Dann klappen wir das Ganze wieder auf. Auf die Rückseite des zweiten Stückes, also des großen Stückes mit Designerpapier, geben wir Abstandshalter. Ziehen die Schutzfolie ab und kleben dieses Stück dann außen im unteren Bereich fest. Wir haben bewusst Abstandshalter genommen, weil der Magnet ist ja etwas dicker und sonst scheint der so durch. Deswegen mit Abstandshaltern klappt das dann etwas besser. Im Inneren kommt oben wieder ein Stück Cardstock eingeklebt mit diesem Briefumschlag, in dem ihr dann das Geld verschenken könnt. Das kleben wir fest. Einmal in die Karte rein. Und im unteren Bereich kommt dann das andere Stück mit dem Cardstock zum Beschriften. Jetzt möchte der Kleber nicht. Na. Der Umschlag ist weiß. Das Papier haben wir angepasst ans Designerpapier in Vanille. Das ist eine reine Geschmackssache. Uns stört dieser Kontrast jetzt nicht so. So, dann wird das Ganze zusammengeklappt. Ein Standsteil modernes Etikett. Auf dieses Standsteil modernes Etikett kommt ein Stempelabdruck. Da nehmen wir auch wieder Vanille pur. Wir haben uns für das Stempelkissen in Taupe entschieden, weil diese Schildkröte ist ja auch in Taupe. Der Stempel zur Geburt. Den stempeln wir dann hier auf unser Papier. Und das Ganze wird dann mit der Stanze Abreißetikett ausgestanzt. Einmal drüber schieben, dass man genau sieht, wo man stanzt. Zack. Diesen Spruch kleben wir dann auf das moderne Etikett. So, ziemlich was gerade. Wow. Dann haben wir mit der kleinen Herzstanze schon ein kleines, ja, meine Finger sind zu groß, ein kleines Herz ausgestanzt. Das kleben wir nur ein kleines bisschen auf das moderne Etikett, also nur ein kleiner Tropfen auf die eine Hälfte des Herzes. Das ist hier so überguckt. Ein Glitzerstein mit der Scherenspitze vom Papier abnehmen, auf das Herz aufkleben. Und dann haben wir noch, wie ihr bei unserer Originalkarte gesehen habt, ein bisschen Leinenfaden da umgewickelt. Einfach wieder zwei, dreimal, wie ihr das in unseren anderen Videos schon gesehen habt, um die Finger wickeln. Mit einem Glue-Dot, also diesen kleinen Klebepunkten versehen.
hinten gegenkleben. Ja, das ist jetzt ein bisschen groß geworden. Dann nehmen wir jetzt nochmal einen zweiten mit der Scherenspitze ab und kleben das Ganze ein bisschen weiter oben fest. Manchmal müssen auch wir improvisieren. Das, was hier so übersteht, schneiden wir jetzt mal ab. Hier auch. Und dann muss das ja auf die Karte geklebt werden. Wenn ihr jetzt Kleber auf die komplette Rückseite gebt, klebt ihr die komplette Karte zu und bekommt sie nicht mehr auf. Ihr seht das ja hier. Da ist kein Kleber, da geht die Karte auf. Das heißt, im oberen Bereich auf der Rückseite ein bisschen Tombow-Kleber aufgeben. Ihr könnt es auch mit doppelseitigem Klebeband machen, aber wir arbeiten halt gerne mit dem Tombow. Und dann habt ihr ja hier die Enden, also die Mitte. Und an diesen Enden könnt ihr euch gut orientieren. Die legen wir dann nämlich hier an den Rand vom Designerpapier auf beiden Seiten an und kleben dann im oberen Bereich das Etikett auf. Ja, wir hoffen, unser kleiner Tipp hat euch gefallen. Ihr bastelt die Karte einfach mal nach und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss!